Wünsche euch allen einen wunderschönen guten Abend da draußen. Mein heutiges Video dreht sich um Johannes 3,16. Aber vorher möchte ich noch ein paar Worte sagen über den Glaube. Glaube heißt Vertrauen. Jesus ist die Wahrheit, aber Menschen, die Jesus nicht annehmen wollen, wehren sich gegen die Wahrheit. Ihr eigenes Ego ist wie eine Mauer, muss man sich so vorstellen. Ego ist wie Handschellen angelegt von Satan selbst. Ich mache jetzt seit über 2 Jahren Videos, weit über 2 Jahre, über den Glaube und über die Wahrheit. Viele Leute sehen vielleicht meine Videos und denken die verschiedensten Dinge. Die denken: Was ist das für ein Wahnsinniger? Der stellt sich dahin und sagt, dass fast alle Sänger, Politiker und Schauspieler ihre Seelen an Satan verkauft haben. Sagt, dass es eine Sünde ist, zu Maria zu beten. Sagt, dass sämtliche angebliche christlichen Feste wie Ostern, Weihnachten, Nikolaus, Silvester, dass die alle heidnische, okkulte Ursprünge haben und gar nicht in der Bibel stehen, gar nicht in der Bibel erwähnt werden. Menschen, die in der Welt leben, Menschen, die die Welt lieben, Menschen, die ihre Sünde lieben, daran festhalten wollen, die fühlen sich durch solche Worte angegriffen, fühlen sich durch meine Worte angegriffen. Sie werden mich hassen, sie würden mich hassen, sie hassen mich. Weltliche Menschen. Angebliche wirkliche Christen schreiben mir Hassbriefe, weil ich ihrer Meinung nach Lügen verbreite. Sie verstehen das Problem nicht. Hier geht es nicht um ihre Meinung, hier geht es nicht mal um meine Meinung. Denn wo die Wahrheit ist, welche Jesus Christus ist, dabei bleibt überhaupt kein Platz für Meinungen. Es geht nicht darum, was ich denke, wie Gott sein könnte. Es geht nicht darum, was Jesus meiner Meinung nach war oder eurer Meinung nach war oder deren Meinung nach war oder ist, sondern es geht darum, was die Bibel über Gott sagt. Was die Bibel uns sagt, warum Jesus zu uns kam und warum er sein leibliches Leben für uns hingab. Angebliche wirkliche Christen hassen mich dafür. Und ich sehe einmal auf ihren Kanal, was sehe ich da? Bilder vom falschen Jesus oder von Schauspielern, die mal Jesus gespielt haben. Warum nennen Sie sich und Ihren Kanal wahre Christen? Weil Sie natürlich keine sind. Wären Sie echte Christen, wüssten Sie, dass die Bibel sagt, dass wir uns kein Bild, keine Statuen oder keine sonst was von Gott oder von den Dingen des Himmels machen sollen. Wenn man sich wie ich vornimmt, Gottes Wort zu verkünden, sollte man sich eins bewusst sein, dass es kein Spaziergang im Park sein wird. Satan herrscht noch auf dieser Welt, und wenn man diese Welt mit der Wahrheit konfrontiert, welche Jesus Christus ist, dann greift einen die Welt an und alle, die an dieser Welt festhalten, die greifen einen an. Es vergeht eigentlich kein Tag, wo nicht irgendwelche Drohungen und Hassbriefe kommen von Satanisten, offen oder als Atheisten versteckte. Oder eigene Familienmitglieder, denen es nicht passt, dass ich auch in meinen Videos über private Dinge spreche. Nun, all diesen Leuten kann ich sagen, diese Videos mache ich nicht für euch. Ich mache diese Videos auch nicht für meine Verwandten. Es sei denn, sie entschließen sich eines Tages dazu, ebenfalls die Wahrheit anzunehmen, welche Jesus Christus ist. Meine Videos mache ich nicht für meine Geschwister, Onkel, Tanten, Cousins, auch nicht für irgendwelche Satanisten, die meinen, mich auf meinem Weg zu Jesus Christus auf irgendeiner leicht durchschaubaren Weise in Frage zu stellen oder mich verwirren zu können. Satanisten haben keine Ahnung, was ich gesehen habe, was ich durchlebt habe, was ich überlebt habe. Nicht die Spurenahnung. Wenn irgendein Satanist oder Atheist oder Ungläubiger da draußen die Schnauze voll hat von seinen Sünden und die Ketten Satans endlich loswerden will, so bin ich natürlich gerne für jeden Einzelnen von euch da.
Aber solange diese Menschen an ihrer Sünde hängen, sie umarmen, die Sünde lieben, sie verteidigen, quasi am Tisch Satans sitzen, statt am Tisch Gottes zu sitzen, solange werde ich keine Zeit verschwenden. Ich werde keine 20-seitigen Posts von Satanisten lesen, die eh nur voller Lügen und Täuschungen sind, wo sie mir weismachen wollen, dass Satanismus ja wirklich nicht so schlimm ist oder dass Satanisten ja in Wirklichkeit nicht an Satan glauben. Oder dass Satanisten keine Kinder, Tiere und Babys missbrauchen und opfern. Ich werde jeden einzelnen von euch weder eine Plattform noch ein Forum bieten, sondern blockieren. Blockieren und ignorieren. Denn die Zeit für Spielereien ist vorbei. Die Zeit ist kurz, die Zeit läuft ab. Viele in meiner eigenen Familie denken, ich wäre in einer Sekte. Oder ich hätte eine Psychose. Aber wie gesagt, diese Videos sind nicht, mache ich nicht für meine Verwandten oder für meine Familie. Sondern für die Menschen, die zu Jesus kommen wollen. Ich will mit meinen Videos auch keinen Popularitätspreis gewinnen. Ich blende auch nicht meine PayPal-Nummer an, so wie es inzwischen fast jeder auf YouTube macht. Ich will nämlich nicht mit dem Wort Gottes an die schnelle Mark kommen. Mir geht es einzig und allein darum, eine Saat auszusehen, Menschen dazu animieren, selbst in der Bibel zu lesen, anstatt sich sonntags von einem Sodomiten von Pastor irgendwelche Dinge erzählen zu lassen, die überhaupt nicht in der Bibel stehen. Sich aber auf den ersten Blick schön anhören, die zum Zeitgeist passen, die in unserer heutigen Gesellschaft passen, die quasi jeden Sünder mit hübsch klingenden unbiblischen Lügen massieren. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Und zwar ist es dieser Spruch hier. Johannes 3,16. Dieses T-Shirt habe ich mal von einer Schwester in Jesus Christus geschenkt bekommen. Und ich habe sie hat mich gefragt, welchen Spruch aus der Bibel ich da gerne drauf hätte. Und ich habe nicht umsonst diesen Spruch ausgewählt. Johannes 3,16. Sondern es hatte einen tieferen Sinn. Ich lese ihn erstmal vor. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist nicht einfach nur ein Spruch aus der Bibel. In diesem Spruch steht sehr, 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 sehr viel. Und zwar, dass Gott diese Welt geliebt hat, so sehr geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn gab, nicht sich selbst, wie die verwirrten Leute immer noch behaupten, dass Jesus Christus ja Gott selber ist. Er hat seinen eingeborenen Sohn gegeben, damit dieser sich opferte für unsere Sünden und dass jeder, der an ihn, an Jesus glaubt und an ihn festhält, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Mit dem ewigen Leben ist das Leben gemeint, was nach diesem fleischlichen Leben beginnt. Denn der Geist und die Seele, die stirbt nicht. Wenn wir an Jesus Christus festhalten, Gottes eingeborenen Sohn, wenn wir in unserem Leben und in unser Herz akzeptieren, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er sein Blut für uns am Kreuz vergießen lassen hat, um sämtliche Schulden, sämtliche Sünden für uns auf sich zu nehmen, was im Alten Testament, was Millionen von geopferten Tieren, Schafen, Böcken, Ziegen nicht geschafft haben, das hat Jesus ganz allein geschafft, durch sein Opfer, durch seinen Tod, seinen irdischen Tod, natürlich lebt er weiter. Das hat er dadurch geschafft. Und wenn wir das akzeptieren, wenn wir sagen, ja, Jesus Christus ist auch für mich gestorben, für meine Sünden und ich halte an ihm fest und ich will, dass Jesus Christus in mein Herz kommt. Jesus Christus, komm bitte in mein Herz, komm in mein Leben, bleib immer an meiner Seite, bleib immer in meinen Gedanken, damit dort kein Platz mehr ist für sündige Gedanken und kein Platz mehr ist, vom Weg abzukommen. Denn Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Dann werden wir nicht sterben, dann werden wir nicht verloren gehen in dieser Welt.
Aber es gibt immer noch Leute, die leider völlig vom Weg abgekommen sind, die auf falschen Wegen rumirren und sich mit Fragen beschäftigen, die überhaupt gar nichts mit der Wahrheit, welche Jesus Christus ist, die damit gar nichts zu tun haben. Die solche Fragen sollten uns gar nicht erst beschäftigen. Solche dummen Fragen wie, war Jesus in Wirklichkeit schwarz? Wen interessiert das, was Jesus Christus für eine Hautfarbe hatte? Denn der Spruch sagt nicht jeder. Der Spruch sagt, damit jeder, der an ihn glaubt, jeder, der an ihn glaubt, das steht nicht, jeder Schwarze, der an ihn glaubt, jeder Indianer, der an ihn glaubt, jeder Asiate, der an ihn glaubt, jeder Italiener, der an ihn glaubt, da steht jeder, der an ihn glaubt. Das heißt, es ist uninteressant, was für eine Hautfarbe wir haben. Und es ist damit auch uninteressant, was Jesus für eine Hautfarbe hatte. Denn der Körper, den er hier auf Erden hatte, das ist natürlich nicht Jesus' wirkliche Gestalt. Jesus ist Geist. Der Heilige Geist ist Geist. Gott ist Geist. Deshalb sind solche Fragen weltlich und kommen aus unserem Ego heraus. Weil manche Leute wollen sagen, hier, aber wir sind das auserwählte Volk. Wer ist das auserwählte Volk? Das auserwählte Volk waren die Juden, die Israeliten. Verzeihung. Aber die wollten das nicht wahrhaben. Die waren es selbst, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die es nicht geglaubt haben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Die dachten, was will der Scharlatan von uns? Wir halten unsere Gesetze, die wir gemacht haben. Und Jesus sagte, ich bringe den neuen Bund. Sie haben sich auf den Schwanz getreten gefühlt. Sie haben sich angegriffen gefühlt. Und sie haben ihn angegriffen und ihn beleidigt und ihn angespuckt, gesteinigt, mit Steinen beworfen. Sie wollten ihn steinigen. Sie haben ihn gekreuzigt. Und deshalb sagt die Bibel uns, sind nicht mehr nur die Juden das auserwählte Volk, sondern jeder einzelne von uns, der Jesus annimmt in sein Leben. Dann kommen oft solche Fragen wie, waren die ersten Menschen? Wer waren die ersten Menschen? Was für eine Hautfarbe hatten die? Ist genau dasselbe. Es ist uninteressant, was für eine Hautfarbe die ersten Völker auf dieser Erde hatten. Und diese Frage sollte man sich auch gar nicht stellen, denn die Bibel sagt uns, wer die ersten Menschen waren, Adam und Eva, ganz einfach, Punkt. Da gibt es nichts weiter zu diskutieren, da ist auch kein Platz für Meinungsverschiedenheiten. Dann, was mich besonders im Moment sehr wütend macht, muss ich wirklich sagen, ist die ewige Frage, wie Jesus hieß. Hieß er Jeschua? Hieß er Jehova? Hieß er Jehua? Jahua? Oder wie auch immer. Es ist völlig uninteressant. Es war sein irdischer Name. Jesus Christus heißt der Gesalbte. Und sein wirklicher Name, den werden wir im Himmel erfahren, wenn wir da hinkommen. Einen neuen Namen. Genau wie den Namen Gottes. Das sind alles Fragen. Wer sich mit sowas den ganzen Tag beschäftigt, der sollte diese Zeit, die er damit verschwendet, sollte er damit verbringen, die Bibel zu lesen. Dann habe ich auch schon solche Fragen bekommen, wie war Jesus verheiratet? War er mit Maria Magdalena verheiratet? Hatte er Kinder? Das steht nicht in der Bibel, also war es auch nicht so. Jesus kam nicht auf diese Welt, um zu heiraten, um Kinder zu zeugen, um lustig zu sein, um in eine Disco zu gehen, um in den Zirkus zu gehen, sondern er kam, um einen einzigen Grund kam er auf diese Welt. Um seinen Auftrag zu erfüllen, den Gott der Vater ihm gegeben hat. Und diesen Auftrag hat er erfüllt zur Perfektion. Er hat gezeigt, dass er derjenige ist, der 33 Jahre auf dieser Welt leben kann, ohne ein einziges Mal zu sündigen. Nichts Böses war in ihm. Der Teufel hatte keine Chance, irgendein Gift in seine Seele hineinzuspritzen, hineinzuinjizieren. Dann kamen auch so Diskussionen auf mit mehreren Christen, die sagten, wir müssen zurück zu den Wurzeln, wir müssen Hebräisch lernen, um wirklich die Bibel zu verstehen. Auch das ist Unsinn. Erstens wurde die Bibel nicht nur in Hebräisch geschrieben, sondern große Teile wurden in Griechisch geschrieben.
nahezu das komplette Neue Testament, wurde in Hebräisch geschrieben, in Griechisch und in Aramäisch. Und Hebräisch zu lernen, wird uns nicht den Heiligen Geist geben. Und es wird uns auch nicht Erkenntnis garantieren. Denn es ist egal, welche Sprache ihr sprecht und welche Bibel ihr lest. Denn wenn Gott möchte, wenn Gott sieht, dass ihr alles tut, um Jesus Christus zu treffen, um Jesus Christus in euer Herz zu lassen, dann würde schon ein einziger Spruch aus der Bibel reichen, um euch zu Jesus Christus zu bringen. Dieser Spruch auf diesem T-Shirt würde schon reichen. Das heißt, selbst diese Leute, die ständig diskutieren, diese Bibel ist total falsch übersetzt, das mag richtig sein, aber wenn Gott entschieden hat, euch zu retten, euch die Augen zu öffnen, euch die Ohren zu öffnen, euch sehend zu machen, euch aus euren Sünden herauszuholen, dann wird das auch passieren. Und dann ist es egal, ob ihr die Bibel in Deutsch lest, in Griechisch, in Chinesisch oder in Timbuktu, dann wird das passieren. Und dann wird Gott euch den Heiligen Geist schicken. Aber Gott sieht, ob ihr es wirklich von Herzen ernst meint, ob ihr wirklich mit eurer ganzen Kraft nach der Wahrheit sucht, welche Jesus Christus ist. Und dann wird das geschehen. Dazu braucht ihr nicht Hebräisch lernen, Aramäisch. Dazu braucht ihr keine Sprache zu beherrschen, außer die eigene Muttersprache. Dann besorgt ihr euch eine Bibel und lest die jeden Tag und betet jeden Tag und bittet Jesus Christus in euer Herz hineinzukommen, Teil eures Lebens zu sein. Und dann werdet ihr eure Erkenntnis bekommen, nicht durch Lernen von irgendwelchen Sprachen. Dann gibt es viele Leute, die sagen, ja, aber es gibt so viel, die Bibel ist fehlerhaft, da fehlen 1000 Teile, es wurde so viel von der katholischen Kirche rausgenommen, wir müssen die verschollenen Schriften aus der Bibel finden und lesen. Und Leute, die sowas sagen, den frage ich dann als erstes, habt ihr denn die Bibel schon durch? Und meistens lautet die Antwort, nee, noch nicht. Ich habe ein bisschen im Neuen Testament gelesen. Zwischendurch blätter ich mal so ein bisschen drin rum. Warum, frage ich euch, wollt ihr die verschollenen Schriften lesen und finden, wenn ihr nicht mal die vorhandenen Schriften durchgelesen habt? Das ist auch wieder, das ist auch geboren aus dem Ego, nicht aus dem Heiligen Geist. Die Bibel ist hier und die sollten wir erstmal lesen. Wenn wir die durch haben, ein, zwei, dreimal, dann können wir nachgucken, was ist mit den verschollenen Schriften, was ist mit zum Beispiel das Buch Henoch. Ob das wirklich zur Bibel gehört. Denn dann haben wir die Erkenntnis, das zu entscheiden. Ist das wirklich oder ist das auch nur Trug? Viele sagen, das Buch Henoch ist in Wirklichkeit, es ist nicht von Gott, es ist eine Lüge Satans. Das entscheide ich aber nicht. Aber wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, wir sollten erstmal die Bibel lesen, die wir haben, die Schriften, wo wir wissen, das gehört zur Bibel. Dann sollten wir uns um andere Schriften Gedanken machen. Denn all das sind Gedanken von weltlichen Menschen. Fragen, die man eigentlich nicht hat und nicht stellen sollte, wenn man die Welt, diese Welt längst hinter sich gelassen hat. Das Spirituelle ist das Wichtige. Die Bibel sagt, unser Kampf ist kein physischer Kampf. Unser Kampf ist ein spiritueller. Spirituelle Mächte, die die meisten nicht sehen, die meisten gar nicht sehen wollen, die meisten nicht wahrhaben wollen. Ich kenne viele Christen, die sagen, ich will das alles gar nicht wissen. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen, wenn jemand das sagt. Und man sagt, man will das gar nicht wissen. Dann will man in der Position bleiben, in der man ist, welches eine miese Position ist. Denn das heißt, ich will die Wahrheit nicht kennen, welche Jesus Christus ist. Das heißt, ich will Jesus Christus nicht kennen. Und wir sollen die Wahrheit bekommen. Wir sollen die Wahrheit bekommen. Denn die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und die Wahrheit ist Jesus Christus. Das heißt, Jesus Christus wird uns frei machen. Und damit einhergehend sind auch einige Realitäten, die uns zeigen, dass wir unser ganzes Leben lang mit bestimmten Lügen im Bauch gelebt haben. Wir haben uns darauf verlassen, was irgendein Pastor aus der Kirche uns sagt.
Wir haben uns drauf verlassen, was die Medien uns sagen, was die Zeitungen uns sagen. Das meiste davon ist leider eine Lüge und sind nichts als Lügen. Es gibt nur eine Wahrheit. Die Wahrheit ist Jesus Christus. Und Jesus Christus ist nicht nur die Wahrheit. Er ist auch der Weg und er ist das Leben. Und all die drei Dinge, darum sollten wir uns bemühen, diese zu bekommen. Denn ohne diese drei Dinge, ohne Jesus Christus, können wir nicht zum Vater kommen. Und ich wünsche jeden Einzelnen da draußen, auch all meinen Verwandten, egal ob ich gut mit denen stehe oder ob ich negativ mit denen stehe, ich wünsche jeden, meinen schlimmsten Feinden, egal wer mir schlimme Dinge angetan hat, jeder aus meiner Vergangenheit, ich verzeihe jeden Einzelnen von euch. Und ich wünsche euch, jeden Einzelnen von euch, dass Jesus Christus euch findet, dass ihr euch von Jesus Christus auch finden lasst, wenn er an eure Tür anklopft, an euer Herz anklopft, dass ihr die Tür aufmacht und ihn hineinlässt. Und damit Jesus Christus bei euch wohnt. Und ihr werdet mit Jesus Christus und dem Vater im Himmel wohnen. Und das ist es, was zählt im Leben. Liebe, die Wahrheit, Jesus Christus. Kein Hass, kein Wut. Wer sich immer noch an Hass oder aus Verbitterung, aus vergangenen Sachen, wer sich daran festhält, der wird vom Weg abkommen. Der ist schon vom Weg abgekommen. Das bringt uns nicht. Damit vergiften wir uns nur selbst mit Gefühlen von Hass, mit Gefühlen von Neid, Missgunst. All das sind Dinge, die uns verschließen vor Jesus Christus. Und die müssen wir ablegen. Es ist manchmal schwer, ich weiß es selbst. Es gibt keinen anderen, der es besser weiß, wie ich. Verbittert ich war, meiste Zeit meines Lebens, Wut, Traurigkeit, all das. Trauer ist kein negativer Aspekt. Also man kann als Christ traurig sein, man sollte sogar traurig sein. Weil sehr viele Menschen den Weg zu Jesus Christus nicht finden wollen. Und die werden die Verdammnis sehen. Und das ist traurig. Aber wie gesagt, ich wünsche euch allen da draußen, jeder Einzelne, der dieses Video sieht, dass ihr die Verdammnis nicht sehen werdet, sondern im Paradies sein werdet, wenn diese Welt zu Ende ist, dieses Leben zu Ende ist und das wirkliche Leben anfängt. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Seid alle da draußen gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen. Bis zum nächsten Video. Ciao.